Herzlich willkommen zurück zu einem Minecraft-Projekt. Wir spielen kein Minecraft Life in the Woods. Hier ist meine Testwelt. Wir spielen Minecraft Tech Git im Überleben. Denn ich hatte einfach mal vor, mal wieder ein bisschen Minecraft zu spielen. Ab und zu überfällt mich ja hier dieser Minecraft-Wahnsinn. Und ich muss sagen, bringe hier mal ein bisschen den Sound runter. Es macht Spaß. Ab und zu mal Minecraft zu spielen macht Spaß. Oh ja. Ich weiß jetzt gerade genau nicht mehr, welche Mods. Also es ist bei mir schon Ewigkeiten her, seit ich das letzte Mal TechGit gespielt habe. Das, ja, ist halt so. Aber ich glaube, so ein schönes Minecraft TechGit macht schon richtig Spaß. Eine schöne Fabrik aufbauen. Mit Motoren und so. Zack, Inventar geöffnet, Errungenschaft. Kann ich mir hier Zeugs nehmen? Ich kann mir hier Zeugs nehmen, das ist schlecht. Moment. Das ist. Wie stelle ich denn das nochmal um? Optionen. Rezeptmodus. Dann. Jawohl. Den wollte ich haben. Den Rezeptmodus. Ich kann euch mal kurz zeigen, was es hier so alles gibt. Es gibt hier verschiedene Gerätschaften hier. Den Redstone-Motor. Dafür brauche ich hier Zahnräder. Der ist relativ leicht zu bauen. Da brauche ich bloß Eisen, Redstone und so. Eine Raffinerie. Kann ich Öl abpumpen mit so einer Pumpe. Da kann ich auch Wasser pumpen. Das ist jetzt, ich glaube, Buildcraft kommt das mit Minenbohrer. Der gräbt sich straight nach unten. Dann gibt es aber hier auch noch den Steinbruch. Der ist relativ teuer. Da kann ich aber ein komplettes Areal quasi abbauen. Dann mit diversen Röhrensystemen alles sortieren, in Truhen einlagern lassen, automatisch weiterverarbeiten und lauter so ein Zeug. Zusätzlich aber haben wir natürlich auch gerade noch normales Minecraft. Ja. Und am Anfang wird es höchstwahrscheinlich ein stinknormales Minecraft-Let's Play sein, bis wir soweit alles haben. Also den Minenbohrer und so, den können wir uns ja schon bauen. Ich habe momentan die Standard-Playlist laufen, nicht mehr meine Playlist, da ich da jetzt vor ein paar Videos mal Ärger bekommen habe. Hier so, bla, Musik, bla, macht das aus. Deswegen lasse ich jetzt gerade auf YouTube eine Playlist laufen mit der Hintergrundmusik von Minecraft, damit ich nicht wieder zwischendrin Ewigkeiten Stille habe. Hier sind Schafe. Das ist gut. So, Stirb. Stirb. Eine Wolle. Ups. Na. Noch eine Wolle. Und eine bitte noch von dir. Danke. Na. Hopp. Na. Wo bist du? Versteck dich nicht vor mir. Ups. So, dann haben wir schon mal die Wolle fürs Bettchen. Achso. Oh mein Gott, auf welcher Version spielen wir hier, wenn hier Steuerung gedrückt halten nicht laufen ist? Ich möchte irgendwo hin, wo es auch ein bisschen bergig ist. Ich weiß nicht, F3. Höhe? Wir sind ein bisschen zu weit unten, um den Steinbruch optimal nämlich nutzen zu können. Da wäre es besser, wenn wir hier wirklich irgendwie, da ist Sumpf, da gehen wir schon mal nicht hin. Da ist es gut, wenn man irgendwo bei den Bergen ist. Da hinten ist Dschungel, da will ich jetzt auch nicht hin. Wir haben momentan keinen Shader aktiviert. Wir spielen hier momentan ganz normal Minecraft. Ich werde mich da nach und nach mal um Shader und so ein Zeugs kümmern. Das Problem ist, ich habe bis jetzt keinen gefunden, der mit TechGit Lite so richtig funktioniert. Irgendwie, der würzte mir immer wieder das Spiel ab. Und das ist blöde. Jetzt haben wir, glaube ich, hier den Weg wieder zurück. Was ich mir mal kurz machen kann, ist hier, hier. Oh Gott. Okay. So. Okay. Hier ist das auch Dschungel? Nee, ich habe keine Ahnung. Wir werden jetzt mal in der ersten Folge
uns einen Ort suchen, wo wir bleiben. Das kann ein bisschen dauern, Leute. Ich werde zwischendrin eventuell. Oh. Oh, wenn wir Glück haben, kommen wir jetzt in ein bergiges Gebiet, wo wir dann schön den Steinbruch reinreißen können und alles Mögliche. Ich habe was Lustiges vor, auf jeden Fall eine schöne Fabrikanlage zu bauen. Nee, ist kein bergiges Gebiet. Ups, ups, ups. Geht da hinten wieder Dschungel los? Ich habe keine Schimmer. Okay. What the fuck? Was ist das? Was ist das? Scheiße. Okay. Alles klar. Okay. Leute, es ist gut, dass wir noch keine Basis haben. Ah nee, warte mal. Es gibt hier keine große Map, oder? Enable. Okay. So, hier kamen wir raus aus dem. So, werfe ich mal nur. Nee, ich baue hier einen Dreckbatzen hin. Hier. Gehen mich wieder mit. Einfach nur zu wissen, das war das Ursprungsportal. Okay. Dimensionswanderer Valrek. Alter. Ich habe keinen Schimmer, wo wir uns befinden, was das hier ist. Landschaft wird heruntergeladen. Hier sind Hundis. Ah, da ist es. Na gut, gehen wir hier. Komm, vielleicht finden wir so irgendeinen schönen bergigen Ort. Durch zwei Portale, sage ich mal, gehe ich noch. Also hier so Ausgangsportale. Auf welcher Höhe? Hier ist auch schon Gold. Also es gibt hier auch Kupfer und lauter so ein anderes Zeugs. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal hier in der Nähe von dem Portal. Ich habe keinen Schimmer, wie weit wir jetzt wirklich weg sind oder ob die Portale alle relativ nah beieinander liegen. Tun sie. Alles klar. Wir gehen weiter in die Richtung. Das ist ja lächerlich. Aber das ist schön, dass es Portale gibt. Gut. Alles klar. Ich weiß nicht, welchen Schwierigkeitsgrad spielen wir gerade. Normal. Kann ich im normalen Schwierigkeitsgrad sterben? Bei niedriger Gesundheit. Ich habe keinen Schimmer. Deswegen werden wir das mal austesten. Hops, hops. Hopp. Schöner Baum. Indem wir hier einfach mal nach oben gehen. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen bessere Aussicht haben. Hops, hops. Hopp, hopp, hobbly, hopp, hops. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ich würde sagen, wir bleiben hier oben. Oder besser gesagt, hier so. Jetzt muss ich niesen, einen Augenblick. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Warum muss ich eigentlich in Minecraft immer niesen? Ich habe keinen Schimmer. Au.
So, einen halben Balken habe ich noch. Mit viel Glück werde ich nur die Hälfte Leben verlieren. Mit viel Pech alles. Und sterben. Was so viel heißt wie, wir werden uns hier mal kurz ein Bettchen gleich mal bauen. Hier oben ist doch schön. Ah ja, komm. So, reicht. Und jetzt hoffe ich mal, dass es aufhört. Tut's nicht. Okay. Okay. Da ist ein Apfel runtergefallen. Okay. Das ist jetzt gerade nicht optimal. Hier. So. Ich werde jetzt mal nur kurz das Bettchen ein bisschen einbauen. So. Lass ich mal ganz kurz was. Achso, Giving. Ja, klar. Die Golderze, die habe ich mir wieder weggemacht. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir noch ein paar Äpfel finden. Ansonsten habe ich gleich ein starkes Problem. Im Sinne von da unten ist ein Enderman. So. Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich Kürbisse oder so hier ordentlich essen kann. Wir hacken erstmal ein bisschen Holz in der Hoffnung, also wirklich in der Hoffnung, auf das hier. Ich muss mich momentan ein bisschen via Äpfel ernähren. Das macht aber nichts, da mir Äpfel hier, da ist schon wieder so ein Portal-Ding, das ist auch irgendwie gut. Da. Da mir Äpfel hier tatsächlich auch Nahrung zurückbringen, ist das ganz okay. So. Wir werden jetzt aber erstmal schön gepflegt Holz hacken. So, plöps. Und dann hacken wir mal die Bude da weg. Und zwar möchte ich hier oben erstmal, keine Ahnung, das Bett kann von mir aus so bleiben. Hier werde ich dann Thron mal reinsetzen. So. Ich baue hier ein kleineres Häuschen hin. Ups. Einfach mal so ein kleines Häuschen reinsetzen. Upsi, hier, Tür. So. Bei dem ich dann meinen Ofen drin habe und lauter so ein Zeug. Damit ich überleben kann. Auch in der Nacht. So, die Wand reiße ich noch ab. Und dann werde ich mich weiter nach um Essen kümmern. So. Weil hier ist es ganz gut. Hier kann ich dann nämlich dann da unten so Steinbrüche hinbauen und das Zeug quasi irgendwo hinleiten. Und ich bin weiter oben geschützt, sage ich mal. Oh, wir haben doch Inventory-Tricks an. Das ist gut. So, werde ich hier einfach nochmal eine Reihe nach oben machen. So. Ja, wir zimmern jetzt nur kurz unsere Hütte. Die wird ganz einfach werden für den Anfang. So. Und so. Also wirklich ganz einfach. Ich muss echt aufpassen auf Nahrung. Dass ich mich jetzt so langsam wieder ein bisschen... Ach, da runterfallen wäre schon mein Tod. Das wäre schon mein Tod. Ich habe nämlich nur ein halbes Herz.
das ist schlecht. Sprich, mich kann jeder noch so minimale Sturz töten. Aber ob ich überleben werde hier oder ob ich jetzt gleich sterbe, weil ich 2 Meter nach unten falle, sehen wir alles in der nächsten Folge, Leute. Oh ja, denn ich werde hier die Folgen so wirklich so probieren, dass ich sie auf 15 Minuten kommen lasse. Ich laber jetzt eh schon wieder zu viel. Deswegen sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Tüdelü!